Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu meinem heftigsten Spiel in Foot Champions, my friends. Ja, und bevor das Spiel losgeht, bevor ich euch das jetzt zeige, möchte ich Ihnen kurz ein paar Worte loswerden. Es wird nämlich in diesem Game soweit sein, wieder mal, ja, es passiert jetzt eher schon selten, aber es ist passiert. Ich habe, geraged. Ich habe mich sehr lautstark über einige Sachen aufgeregt in diesem Game. Ihr werdet es sehen, aber ich möchte hier direkt klarstellen, dass das alles hier nicht so gemeint war. Ihr kennt das ja alle, ja, wir alle kennen FIFA, was FIFA mit uns machen kann. Und wenn wir dann in Rage-Modus sind, sagen wir Sachen, die wir eigentlich nicht so meinen. Von daher verzeiht mir das bitte, wenn ihr euch jetzt denkt, boah, was redet der da eigentlich? Ist alles nicht so gemeint. Das war ein unglaubliches Spiel gegen einen sehr starken Gegner, ja, das war so ein geiles 50-50-Game, es hat einiges nicht geklappt, was ich wollte, ich habe einfach alles gegeben, es war ein wichtiges Spiel und ich durfte einfach nicht verlieren, das hat man einfach gesehen und ja, ob ich es geschafft habe, dieses Spiel zu gewinnen, Leute, das seht ihr jetzt. Oh. Das ist einfach ein unglaublicher Schurz. Stellt euch vor, ich kassiere jetzt ein Tor. Sag nicht. Schaut mal wieder. Ist weg. Oh, Schatz. Ja, mit dem auf, bitte. Oh, der kriegt da durch. Dummes 1-0. Dummes 1-0. Ey, Mann, jetzt... Rufzeichen Sarah, glaube ich, taucht mein Instagram auf. Schatz, mach mal bitte das Fenster auf und schalt das Licht aus. Es ist gerade so heiß hier. Schaut euch das an, was der hier macht. What? Müsstet mich nur trotzdem noch sehen, Leute, oder? Jetzt nicht. Nein, Santiago Bernabeu hat keinen Schatten, Leute. Ey, schaut mal bitte. Come on. Stell euch vor, ich kassiere so ein Tor, Leute. Das ist ja... Ich passe einfach nur nach vorne. Der Typ passt einfach ins Nichts. Auf. Sarah mit Z. Unglaublich, ich komme gerade echt zu gar nichts, Mann. Was, der hat mich jetzt einfach zerstört. Jetzt habe ich Glück gehabt. Also gegen den wird 4-2-3-1 nicht reichen. Da muss ich jetzt wechseln auf 4-3-3. Da muss ich jetzt wechseln, weil der... Das ist halt eben, könnt ihr euch erinnern damals, 4-2-3-1 hat immer, fast immer geklappt, aber es gab dann Gegner, wo es nicht klappt. So einer. Dann die Formation ändern.
Ich bin einfach unglaublich tief. Hier, dort geht's besser. Eine von den beiden funktioniert immer. Ich verstehe manchmal diese Leute. Manchmal gibt es Spiele. Da ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so, dass die Pässe. Schaut mal bitte. Die Pässe kommen einfach nicht. Der Gegner macht X-Pässe wie ein Verrückter mit was weiß ich für Drehungen. Schaut mal, schaut mal! Das ist einfach unglaublich. Er macht Pässe. Die kommen alle an. Ja? Und bei mir kommt ein stinknormaler an. Das ist wie das allererste Spiel, habe ich das Gefühl. Einfach nur unglaublich. Ich mache normale X-Pässe nach vorne. Der kommt nicht an. Was machst du dich hier tot, die ganze Zeit neben mir? Krass, krass, krass. Wie Holzfuß, die Leute. Echt, brauchen halbe Ewigkeit. Unfassbar! Ja, ein X-Pass ganz normal, bitte. Mach mal wieder das Fenster zu, das könnte jetzt eklig werden. Yes! Glücklich, aber trotzdem da. Das hat nichts mit dem... Also Fuchsel, der Gegner macht schon gutes Pressing. Aber achte mal bitte, wann ich die Pässe spiele. Das hat nichts mit... Schau mal das hier, siehst du? Wo war da Pressing? Hast du das gerade gesehen? Wo war da Pressing? Da war gar kein Pressing. Ich spiele einen ganz normalen X-Pass. Und mein Spieler bewegt sich einfach wie weg von mir. Weißt du, was ich meine? Ich mache einen ganz normalen X-Pass und die kommen einfach nicht an, diese Bälle. Die kommen alle nicht an. Schau mal das bitte das Licht wieder an. Das ist unglaublich. Spieler steht statisch, ich passe genau nach vorne, er passt ins Nichts. Und jeder zweite Ball. Aber Gegner. XXXXXXX. Einfach nur eine Unverschämtheit. Unverschämt. Seht ihr, was ich meine? Der kommt nicht an, dieser Scheißball. So schön gespielt, Alter. Oh, hallo. Oh, 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 oh. Gott sei Dank hat er nicht geschossen. Ein normaler X-Pass zu Pogba. Alter, ich hab den... Schaut mal bitte, seht ihr das? Ich habe da nicht hingepasst. Der passt immer falsch. Das ist doch unglaublich. Ich würde mich ja nicht beschweren, wenn sich jedes Mal... Aber hauptsächlich dieser Pass kommt.
muss mich jetzt ein bisschen beruhigen hier, Leute, weil sonst werde ich unkonzentriert. Schaut dir den Pass an. Alles klar. Unverschämt ist das. Unverschämt, was der für Pässe macht. Und ich mache einen ganz normalen X-Pass aus 2 Metern. Der kommt nicht an. Oder einfach ihn nur zum falschen Mann. Er bleibt im Abseits stehen. Ey, übertreib es! Ruhig, Mirza. Ruhig. Aber das ist jetzt... Merkt ihr, was ich... Schaut mal. Dieser Pass kommt auch an. Geh mir nicht auf die Nerven, Mann. Schiedsrichter spielt jetzt auch mit. Kasai. Ich schwör's euch. Ich schwör, das war nicht dahin gedacht. Das ist einfach nur eine Unverschämtheit. Von Anfang bis Ende. Weg. Sarah verarscht knallhart. Was heißt das? Deswegen bist du hier am Lachen. Du machst wieder irgendeine Scheiße hinter mir. Doch zu. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich werde... I'm getting wahnsinnig. Ey, komm schon! Bin doch... Ich mach einen Pass aus der Drehung. Zweimal und 2 Fehlpässe, Alter. Gibt's doch wohl nicht! Wieder! Das ist Shirts! Da ey, autokorrigierte Pässe, my ass, gerade bei mir! Das ist ein scheiß Witz, Mann! Das ist einfach ein scheiß Witz, Mann! Dieses scheiß Spiel, Alter! Das ist so... Das ist einfach nur ein Witz! Ein Witz ist das! Das ist so ein scheiß Witz, Alter! Ich mache... Mein Gegner macht autokorrigierte Pässe des Todes! Des Todes autokorrigiert! Und bei mir jeder Pass ein Fehlpass! Jeder Pass, Mann! Gerade! Ich kann nicht einen normalen Pass spielen! Und nicht, dass er sich dahin bewegt, Mann. Sondern er spielt dann einfach nicht normal. Schau mal! Das ist doch... Geht die ganze Zeit schon so. Seit Beginn an, Mann. Irgendwann explodiere ich auch, Leute. Ihr seht, wie ruhig ich die ganze Zeit bin. Aber irgendwann reicht es mir auch. Irgendwann reicht es mir wirklich. Wo willst du hin? Wo? Wo? Was willst du mit deinen Dribblings? Du kannst nur reinflanken und mit Aguero aus 12 Metern reinköpfen. Das kannst du machen. Scheiße. So einen Pass sage ich auch nichts. Aber nein, schaut mal, ich fange einen Pass ab, schaut mal. Oh, 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 ein Wahnsinn. Ich glaub's ja nicht. Shit.
Ja, bleib doch bei ihm, komm, bleib bei ihm. Mach einen Pass aus der Drehung. Hast du ja so gut. Ja, genau, solche. Mach sie ruhig, mach dir keine Sorgen, das läuft. Solche, ja. Ey. Ich habe nicht oft solche Spiele, okay Leute? Ich habe sie nicht oft. Aber das ist das, was hier gerade die ganze Zeit läuft, ist eine Unverschämtheit dritten Grades. Wirklich. Das ist einfach nur unverschämt. Ich habe bei dem Gegentor habe ich vorne einmal gepasst, Fehlpass. Hab den Ball mir wieder geholt. Hab wieder gepasst aus der Drehung. Okay, egal, aber ist ja nicht so schlimm. Denn jeder passt doch aus der Drehung. Oder nicht? Wegen diesen autokorrigierten Pässen. Ich hasse es bei FIFA 17. Aber nein, alles waren Fehlpässe. Dann flankt er hier aus der Drehung. Köpft mit Aguero aus 12 Metern. Solche Pässe kommen an. Einfach witzig. Ja, bleib doch dran. Ja, bleib noch mal dran, du. Ist abseits. Jetzt bin ich auf Tilt, Leute. Das ist gefährlich. Jetzt ist schwer runterzukommen. Jetzt, wenn man einmal so ist, dann ist es abgefuckt. Muss man kämpfen jetzt. Kann es nicht ändern. Ich bin schon... Da gehört dann... Ey, mach's doch 10 Sekunden verzögert, genau wenn er in den Weg kommt. Es funktioniert gerade wirklich gar nicht so, wie es soll. Ist wieder Mané. Leute. Ich verfluche dieses Spiel. Dieses lächerliche Spiel. Dieses lächerliche Spiel. Dieses lächerliche Spiel manchmal. Das ist einfach nur unglaublich unverdient, was hier gerade passiert, Mann. Das gibt's doch wohl nicht hier. Sowas von No-Skill, was der macht und führt gegen mich. Doch zu nach vorne zu wie heißt er denn, Amasunda oder so. Wieso passt er denn nicht zu ihm? Er passt nach vorne zu Neymar, immer der gleiche Scheiß, Mann. Flank, komm. Wird eh wieder ein Tor. Er flankt doch tatsächlich. Sowas von skilllastig, was er macht. Wirklich ideenreich und skilllastig. Unfassbar. Er nutzt halt seine Chancen. Er flankt rein wie ein Bekloppter. Gar nichts skilllastig, gar nichts. Wirklich. Ein Scherz ist das. Mich nervt das, Leute, weil ich heute ein Spiel schon so verloren habe, so lächerlich, durch Flanken. Ich habe heute ein Spiel schon verloren wegen zwei Flankentoren, genau so. Das ist doch pure Lächerlichkeit. Sowas von gar nichts mit Skill zu tun. Ein Spiel habe ich schon so verloren. Und jetzt verliere ich gleich das zweite, wenn ich jetzt nicht mir den Arsch aufreiße und noch einen Ausgleich schieße. Zwei Spiele gingen dann gegen...
Der bleibt einfach an dem Scheißball dran, Alter. Der ist gesegnet, da kann gar nichts passieren. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Come on jetzt, einmal noch, reißt euch den Arsch auf, lauft. Was ist das für ein Pass? Es tut mir leid, Leute, ich bin einfach gerade... Es tut mir leid für mein Benehmen gerade. Tut mir wirklich leid, wie ich mich gerade benehme. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Ey, schaut euch das an, Leute, wie schön, bitte. Und es wird nicht belohnt. Er flankt einfach wie nichts einfach. Yes! Ja, Mann! So gehört sich das, verdammte Scheiße! Never give up, man! Yes, man! Let's go! Jetzt mach ich dich im Elferschießen platt! Come on! Nein, 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 du Lacker! Ey, das wollte ich nicht, ich bin ausgerutscht. Scheiße, ich wollte nicht so in die Mitte schießen, das wisst ihr natürlich. Ich hoffe es. Joe Hart!
Yeah! Yes! Das ist ein Elferkönig! Ja! Yeah! Joe Hart! Unbesiegbar! Unbeatable! Unbesiegbar! Never give up! Yes! Leute, ich geschlafen. Yes! Ich möchte mich jetzt hier bei allen, bei euch allen, für mein dummes Scheißbenehmen entschuldigen, ja. Ich möchte mich jetzt hier wirklich ernsthaft dafür entschuldigen, dass das ist unentschuldbar, was für Scheiße ich hier geredet habe und wie blöd ich mich benommen habe. Ich muss mich da mehr kontrollieren, das darf nicht passieren. Ich habe mich wirklich echt die ganze Zeit kontrolliert, aber wenn's, ich explodiere nicht leicht, ja. Ich versuche es echt zu unterdrücken und anders zu werden, aber wenn ich dann, das ist einfach Scheiße, das soll nicht sein, das ist Scheiße. Und es tut mir wirklich leid dafür, ja, und ich entschuldige mich hierfür, weil es war überhaupt nicht korrekt, Leute. Es war überhaupt nicht korrekt, wie ich mich benommen habe. Dafür wirklich, tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da und ihr wisst, ich bin nicht so. Das war einfach scheiße und die Emotionen und was weiß ich alles. Ihr kennt es ja alle, aber ich versuche, das ist nicht schön, ja, das ist die schiere Seite von mir und von FIFA halt ab und zu. Und ja, was für ein unglaubliches Spiel. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein packendes Game, ja, das einfach über die komplette Distanz geht und dann 11-10 im Elfmeterschießen endet. Das ist das heftigste Spiel meines Lebens gewesen, glaube ich, hier online. Ja, vor allem in Foot Champions. Mein heftigstes Spiel in Foot Champions. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch, ja. Haut die Daumen raus, das war einfach unglaublich, ja. Close. Abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt. In der Beschreibung findet ihr meine weiteren Social Media Kanäle. Und ja, schreibt ins Kommentarfeld, was sagt ihr zu diesem Game. Und wie gesagt nochmal, ich nehme alles zurück, was ich hier für einen Blödsinn gesagt habe. Dieser Spieler hat wirklich sehr gut gespielt, Hut ab, wie stark er sich präsentiert hat und dass ich dann am Schluss gesagt habe, er kann nur flanken und was weiß ich für eine Scheiße. Das war alles im Rage-Modus, denn er hat sich wirklich gut geschlagen und vor allem kann er sehr gute Elfmeter schießen. Ja, also nehmt mir das bitte nicht böse, wir alle ragen mal und ich bereue es auf jeden Fall. Ja, das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.